Klopf, klopf und hallo. Ja, ich möchte euch heute ein paar Anhänger oder Maschenmarkierer zeigen. Und die sind entstanden mit kleinen Filzherzen. Und wie das dazu gekommen ist, möchte ich euch mal kurz erzählen. Und zwar haben wir in der Küche, jetzt muss ich ein bisschen ausholen, in der Küche haben wir keine Stühle, sondern wir haben zwei Holzbänke. Und da ist eine Klappe und die Klappe kann man aufmachen, da ist noch Stauraum. Und wir hatten auf dieser Klappe immer so runde Sitzkissen, so große. Und die rutschten immer hin und her und das war nicht so schön. Und da haben wir uns entschieden, wir möchten komplette Bankauflagen haben auf Maß und hatten überlegt, ob wir zu unserem Polsterer hier vor Ort gehen. Das hat uns aber nicht so zugesagt. Und dann habe ich ein bisschen im Internet recherchiert und versucht, eine Firma zu finden, wo man Bankauflagen auf Maß bekommt, wo die Materialien auch mich ansprechen, wo ich sage, damit gehe ich konform und wo der Preis noch human ist. Ja, und ich bin fündig geworden und zwar bei der Firma Eigengut. Das ist von Jens und Dennis und das ist jetzt die unbezahlte Werbung. Ich mache das sehr, sehr gerne, weil ich wirklich froh bin, dass wir uns dafür entschieden haben. Weil die Bankauflagen sind schon da und sie sind toll. Also ich bin so, so zufrieden, dass wir uns das gegönnt haben. Und wie das angefangen hat, also ich habe dann irgendwann diese Firma gefunden und habe da so durchgestöbert und dachte so, oh, das sind aber doch viele Farben. Und am Monitor kann das ja durchaus mal sein, dass eine Farbe anders aussieht wie dann in Natura. Und dann kann man dort einen Farbfächer, eine Musterkarte bestellen. Die kommt kostenfrei. Und ja, die kam dann hier an und dann haben wir uns doch relativ schnell entschieden, dass wir eine Seite in Grün wollen und eine Seite in Merino-Weiß. Da gibt es noch ganz, ganz viele andere Varianten mit Leder an den Ecken oder eine Hälfte so, die andere Hälfte so und auf der Rückseite nochmal anders. Also da kann man wirklich richtig viel rumspielen, wenn man sich einfach für eine Farbe nicht entscheiden kann. Ja, und die Musterkarte kam, wie gesagt, hier an mit einem Rückumschlag. Also es wurde darum gebeten, dass wenn man die Karte nicht mehr benötigt, sie doch zurückzuschicken, damit sie ein weiteres Mal benutzt werden kann. Und in dieser Musterkarte, also in diesem kleinen Päckchenumschlag, war auch schon ein kleines Wollschaf dabei. Das ist das Merino-Weiß. Ich mache das mal so. Hier ist noch ein kleines Ohr zu sehen. Das Herz habe ich schon verarbeitet. Hier war das nämlich noch drinne. Ja, das war schon mal dabei. Und dann war dabei ein Kabelbinder aus Filz. Ist das nicht cool? Ich habe sie noch nicht benutzt, weil sonst hätte ich sie jetzt wieder rauskramen müssen. Also es lag alles noch hier auf dem Schreibtisch und hat darauf gewartet, gezeigt zu werden. Ja, fand ich cool oder finde ich cool, diese Idee. Wir haben zum Beispiel auch Kabelbinder und zwar aus Klett. Aber das ist natürlich auch eine schöne Variante. Die aus Klett, die kannst du ja auch immer wieder verwenden. Ist zwar wieder ein bisschen Kunststoff. Aber ist langlebiger als diese Einweg-Kabelbinder. Aber das ist ja natürlich hier nochmal viel, viel hübscher, finde ich. Und wir haben uns dann entschieden. Wir haben das dann in Auftrag gegeben. Und das wurde echt schnell produziert. Also das, was da stand an Bearbeitung und Lieferzeit, das war viel, viel schneller. Kam in einen riesengroßen Karton mit DHL und in dem Karton war dann unter anderem diese Bankauflagen. Achso, es gibt mehrere Varianten, die festzumachen. Wir haben uns für Klett entschieden. Das sind so große, ich glaube, die sind ein kleines bisschen größer als diese. Das sind so Klettpunkte, die haben wir dann auf die Klappe der Bank geklebt. Und das Klett haftet dann auf dem Filz. Ich sage mit Absicht haften, es klettet nicht wirklich. Also
Es ist nicht, wir hatten Angst, dass wenn wir dann das doch mal umdrehen wollen, dass wir die andere Seite sehen, dass das dann unten so zerrupft ist durch das Klett, aber das ist es nicht. Also es hält, es haftet gut. Ich kann die Klappe auch aufmachen, es rutscht nicht weg, aber es ist auch nicht so stramm, dass ich da ziehe und mir den ganzen Filz kaputt mache. Ja. Und das hier übrigens ist die Polsterwolle. Also es ist 100% Wolle. Das heißt, ihr könnt euch aussuchen, ob ihr die Bankauflagen, Sitzauflagen, ihr müsst euch echt die Website angucken, weil ihr könnt auch für eure Stühle passgenau das herstellen lassen. Da macht ihr dann aus Papier eine Schablone und schickt die dann hin und dann wird euch das genauso angefertigt. Ja, und wir haben uns für Polsterwolle entschieden, damit das noch mal ein bisschen fluffiger zum Sitzen ist. Es ist auf jeden Fall bequem. Ich habe gedacht, das ist weicher, aber es ist sehr, sehr stabil. Also es sitzt sich wirklich gemütlich. Also wir haben vorher nicht so gerne in der Küche gesessen, einfach weil die Polster, die wir vorher hatten, die sind rumgerutscht. Die waren zwar auch, die Füllung war auch aus recyceltem Material, aber hey, ich weiß nicht, es hat sich einfach nicht so schön gesessen. Und jetzt ist die komplette Bank bepolstert und ja, wir genießen das. Wir sitzen jetzt viel, viel öfters in der Küche und spielen nochmal ein Spiel und ja, ist einfach schön. Als die Lieferung ankam, war auch noch was da drin. Das habe ich jetzt schon aufgemacht. Auf dem Paket außen stand drauf, pack mich aus von Eigengut. Und in dem Paket war so etwas noch drin. Wolldünger. Ich werde das nicht als Wolldünger benutzen. Also wenn ihr das jetzt hier finden wollt, ich glaube, das gebt ihr dann da ins Suchfeld ein. Ich werde das gut aufbewahren und als Füllmaterial für mögliche weitere Amigurumis oder kleine Häkelfiguren verwenden. Und zwar ist da nämlich, wartet mal, kann ich das irgendwie hier in die Kamera halten? Könnt ihr da reingucken? Da ist ganz viel gehäckselt ist das falsche Wort, aber ja, Wollreste drin. Ich kann es euch echt schlecht zeigen, ne? Weil die. Aber ihr könnt das sehen, ne? Da ist ganz viel von dieser Wolle drinne. Wie gesagt, eigentlich ist das als Dünger zu gebrauchen, aber ich werde das aufheben. Weil was gibt es Besseres, als mit Baumwollgarn ein Häkeltier zu häkeln und dann auch noch Wolle reinzutun als Füllung? Habe ich mir so gedacht. Es ist ein Riesenbatzen, da werde ich ewig mit hinkommen. Wahrscheinlich, es sei denn, ich häkle ein großes Tier, aber vielen Dank nochmal. Ja, und ich habe dann irgendwann, es war dann alles erledigt. Es war bestellt, es war hier, es war bezahlt. Ich habe mich super über diese kleinen Sachen gefreut. Das ist übrigens auch mit dabei gewesen, als ich die Musterkarte bestellt habe, damit man mal so sieht und fühlt, wie die Polsterung aussieht. Und es war dann sozusagen alles erledigt und ich habe mich dann entschieden, die Musterkarte wieder zurückzuschicken und habe daraus gleich ein kleines Dankeschön-Päckchen gepackt mit ein paar Sachen. Habe noch vorher gefragt, wie viel in dem Team arbeiten, also wie viele Personen da sind. Und ja, habe das dann abgeschickt. Oh, jetzt habe ich einen Frosch. Entschuldigt. Habe das abgeschickt und die haben sich super gefreut. Es kam an und sie haben sich gefreut und das hat mich wieder gefreut. Und ja, ich finde das schön, wenn das so ein harmonisches Miteinander ist. Wenn der Kontakt nicht einfach nur daraus besteht, bestell, bezahl und dann lass mich in Ruhe, sondern naja. Wertschätzung. Das ist, was mir so spontan einfällt. Dieses, auch die ganze Website, das ist,
fühlt sich so rund an, dass ich gesagt habe, okay, das mache ich. Das machen wir. Also ich habe ja meinen Mann so ein bisschen davon überzeugt, dass wir das Produkt nehmen und nicht bei Firma XY. Und er ist auch richtig, richtig glücklich. Ja, und nichts ahnend, um mal den Bogen jetzt zu bekommen zu den Anhängern, habe ich dann eine Weile später Post bekommen. Und zwar von Eigengut, von Jens und Dennis. Da war ich ein bisschen, ja, eine ganz liebe Mail hat mich auch erreicht. Und eine ganz, ganz tolle Post. Und da waren ganz viele Sachen drin, die ich auch noch gut aufheben werde und dann irgendwann verarbeite. Da waren unter anderem nochmal Kabelbinder drin. Das ist hier nochmal die kurze Länge. Dann gibt es die auch noch in länger. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es noch eine Zwischengröße gibt oder diese beiden. Auf jeden Fall nochmal in zwei anderen Farben. Und jetzt fällt mir gerade ein, dass ich was vergessen habe. Das liegt schon unten auf dem Küchentisch. Das haben wir schon fleißig in Benutzung, weil da waren unter anderem auch solche runden Filzteile dabei, aber in einer anderen Farbe. Da waren vier Stück in, ich glaube, in dieser Farbe. Und die haben wir gleich unten auf dem Küchentisch für Tassen und Gläser als Untersetzer. Das war perfekt, weil ich hatte nämlich überlegt, ob ich welche häkel, weil wir haben jetzt auch einen anderen Tisch und da wollte ich gerne so eine, ja, Untersetzer haben für die Getränke. Und jetzt brauche ich gar keine häkeln, weil jetzt haben wir welche aus Filz. Der ist noch dabei gewesen und das alles. Das ist so ein Quadrat. Wie gesagt, das wird alles aufgehoben. Da findet sich garantiert eine Möglichkeit, das irgendwann mal zu benutzen, gebrauchen, vielleicht weiter zu verschenken, um jemanden sozusagen so ein bisschen anzupieksen. Ein kleiner Tannenbaum war noch dabei. Da ist übrigens auch gleich ein Loch drin. Kann man gleich irgendwo anhängen. Eine kleine Blume. Das sind zwei Teile. Also man könnte sie einzeln verwenden oder zusammenpacken, so versetzt und hätte eine große. Wirklich schön. Und das hier, das sind Sechsecke und zwar mit, ich weiß nicht, ob das Haftkleber ist oder mit, also ob das nur haftet oder richtig klebt, das kann ich euch noch gar nicht sagen. Ich krieg's auch nicht ab. Wartet mal. Ach ja, jetzt kriege ich es nicht ab. Achso, hier ist noch eins ohne, sehe ich gerade. Na, mal gucken. Okay. Ich habe das noch nicht ausprobiert, von daher ist das jetzt hier ein bisschen fummelig. Nee. Ah, hier. Oh Gott, jetzt habe ich hier eine Ecke erwischt. Das kann man dann hier abziehen. Und da ist eine Art Kleber drauf. Weiß ich jetzt nicht, ist das haftend oder ist das klebend? Auf jeden Fall kann man sich damit das irgendwo hinkleben. Also man könnte sich jetzt, wenn man verschiedene Farben wählt, die gibt es wahrscheinlich auch in anderen Größen vielleicht. Und dann könnte man sich eine ganze Wand vielleicht auch damit gestalten. So, wenn man eine Art Schallschutz braucht, wie wir zum Beispiel hier im Hobbyraum, steht ja das Digitalpiano von meinem Mann. Damit das nicht so schallt, könnte man sowas an die Wand anbringen. Könnte ich mir vorstellen. So. Und dann habe ich. Da war eins dabei,
Das sah aus wie eine Sprechblase. Also das war rund und hatte an der einen Seite noch so eine Ecke dran und sah aus wie eine Sprechblase. Und das hatte die perfekte Farbe wie wie der Schreibtisch von meinem Mann. Und ich habe frecherweise diesen hier oben drauf gelegt und mir sozusagen diese Nase von der Sprechblase abgeschnitten und habe daraus etwas gehäkelt. Ich habe das also als Boden benutzt. Muss nur mal seine Bonbons daraus machen. Und habe das als Boden benutzt. Und habe da mit der Lochzange kleine Löcher reingemacht. Und habe ihm ein kleines Körbchen gehäkelt. Also das ist die Farbe von den Fronten von dem Schreibtisch. Und das ist die Farbe von den Seiten. Also von den Rest Deckblatt und Seiten und Regal. Ja. Das habe ich doppelt, also ich habe das ganz hoch gehäkelt und habe das dann nach. Wartet mal, ich habe das hier dran gehäkelt, hoch, achso, und dann nach außen gefaltet. Genau, ich habe das doppelt genommen, also das ist hier doppelt, habe das nach außen genommen und habe dann nochmal mit Kettmaschen das einmal hier festgehäkelt. Ja, niedlich, oder? Ich finde das schön. Ein kleines, feines Körbchen, wo er seine Bonbons da drin hat, wenn er mal am Schreibtisch Heißhunger bekommt. Und dann war da noch in dieser Überraschungspost ein Umschlag, der war übrigens auch abgecycelt, weil von innen, also außen war der weiß mit Sichtfenster, da war der Brief für mich drin. Und innen drin war der bedruckt mit dem Vermessungsplan von Hamburg. Ich fand das so witzig. Und da waren ganz, ganz viele Herzen drin. Und zwar in der Größe wie das Schaf hier. So eine kleinen Herzen. Und das sind die ganzen kleinen Anhänger. Das ist übrigens das Herz von dem Schaf hier. Und ich habe mit meiner Prickelnadel von oben nach unten durchgestochen, also versucht, das mittig zu treffen. Und habe dann ein Ösenstift, oh, jetzt musste ich gerade überlegen, wie die heißen, ein Ösenstift durchgeschoben von unten nach oben und hatte vorher hier, also diese Öse hier unten war schon fertig. Da habe ich nur noch das Glöckchen dran gehangen und habe dann sozusagen mit der Nadel von oben nach unten durchgestochen und dann den Ösenstift von unten nach oben wieder rausgeschoben. Ich musste das parallel machen, weil sobald ich meine Prickelnadel rausgezogen habe und versucht habe, den Ösenstift durchzuschieben, habe ich nicht mehr das Loch getroffen. Also habe ich das parallel gemacht. Ich habe hier oben immer ein Stückchen gezogen und den unten gleich ein Stückchen wieder nachgeschoben. Ja, dann habe ich oben noch eine Öse gebogen, die natürlich nicht so hübsch aussieht wie die hier unten, und habe einen kleinen Schlüsselring reingemacht. Also diese könnte man jetzt nur zum Stricken verwenden, weil beim Häkeln würde man die ja nicht mehr rausbekommen. Aber ich hatte keine, wie heißen die, Karabiner mehr, keine kleinen. Und deswegen habe ich mich mal entschieden, welche zu machen, wo so ein Schlüsselring dran ist. Also entweder wirklich als Schlüsselanhänger oder als Maschenmarkierer zum Stricken. Und da sind ganz, ganz viele verschiedene Farben. Da ist ein Mint, da war ein rotes Herz, das wird wahrscheinlich bei mir bleiben oder zu einem ganz besonderen Menschen gehen. Ich habe da schon jemanden im Kopf. Und dann habe ich versucht, immer passend so ein bisschen die Glöckchen dazu auszuwählen. Also hier haben wir zum Beispiel so ein. Ich habe jetzt die Namen der Farben alle nicht im Kopf. Für mich ist das hier so ein Wasserblau oder so ein Lagunenblau und Türkis. Und habe dann versucht, immer die Glöckchen dem anzupassen. Dann gibt es Grün und Blau und hier ist
Das ist ungefärbte Wolle. Und hier ist so ein Anthrazit und Grau. Und hier sind nochmal andere Grüntöne. Also hier ist ja so ein ganz dunkles und Moosgrün. Ich glaube, das ist hier so Linde. Und hier ist nochmal so ein helleres. Das ist, glaube ich, wieder dieses hier. Ja, war ganz schön fummelig. Aber ich finde, sie sehen richtig, richtig niedlich aus. Ich mag die sehr. Und die sind halt dadurch, dass es jetzt keine Glas-, Kunststoff- oder Metallperle ist, halt auch super leicht. Weil der Filz, der wiegt ja fast nichts. Also zumindest nicht in so kleinem. So, jetzt wisst ihr, wie das entstanden ist mit den kleinen Filzherzanhängern. Ja, ich kann mich nur nochmals bedanken bei Jens und Dennis für diesen tollen Kontakt. Wir haben ein weiteres Projekt im Kopf, wann wir das umsetzen und ob überhaupt, das wissen wir noch nicht. Aber wenn es dazu kommt, dass wir ein Polster brauchen, dann werden wir auf jeden Fall das nochmal dort bestellen. Ach so, in dem Paket, jetzt habe ich ja was völlig unterschätzt. In dem Paket war auch die hauseigene Zeitung drin. Das war auch interessant. Das war so wie so ein Block in Papierform. Da konnte man nochmal alles so nachlesen, wo kommt die Wolle her und wo ist der Hof. Es gibt auch ein Ferienhaus und also es ist super informativ. Ich fand es schön. Es war einfach, es fühlt sich einfach rund an. Das ist so, ich glaube, mein Ta Wort des Tages. Es fühlt sich einfach rund an. Ja. In diesem Sinne hoffe ich, euch hat das Video ein bisschen gefallen. Und ja, bedanke mich nochmal ganz recht herzlich. Und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.